Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei Ihaio. Bei wundervollstem Wetter, es ist ein Traum. Der Balkon von uns sieht aus wie Zau, weil es hat gestürmt. Ich habe das nicht aufgeräumt und was man hier im Hintergrund sieht, darum geht es jetzt in diesem Video. Und zwar habe ich mir ein Balkonkraftwerk bei irgendeinem Händler bei eBay. Das Zeug kriegt man momentan für 400 bis 500 Euro. Das ist echt günstig wegen diesen keine Umsatzsteuer, blabla Zeug in diesem Jahr. Von dem her habe ich mir einfach mal so ein Balkonkraftwerk bestellt und hier auf dem Balkon professionellst montiert, also absolut top, da geht nichts drüber. Und das zeige ich euch im ersten Teil von dem Video. Da könnt ihr euch anschauen und euch langweilen, wie ich mich geärgert habe bei der Montage von dem Kraftwerk. Und im zweiten Teil von dem Video schauen wir uns was anderes an. Ich habe hier im Übrigen Home Assistant dran, also so eine intelligente Steckdose. Und hier habe ich jetzt den Strom abgesteckt und wenn ich jetzt da vorne drauf fasse, wie man gemerkt hat, ich war ein bisschen skeptisch gerade, habe ich keinen Schlag bekommen. Also wenn man hier keinen Strom drauf hat, dann liefert das Balkonkraftwerk keinen Strom, weil wenn der Energieversorger nämlich die Stromversorgung abschaltet, dann wäre natürlich gut, wenn da keine 230 Volt rauskommen, weil wenn dann der Elektriker irgendwo arbeitet und von irgendeiner PV-Anlage oder von dem Balkonkraftwerk kommen 230 Volt, dann wäre es nicht gut für den, wenn er da reinfassen wird. Da muss er sicherstellen, dass die ganzen Dinger abgeschaltet sind. Bedeutet für euch, wenn jemand ein Balkonkraftwerk haben möchte, wenn ein Blackout ist, wenn ein Stromausfall ist, dann habt ihr keinen Strom. Wenn der Strom weg ist, liefert euch das Ding hier auch keinen Strom mehr. Also die Hoffnung könnt ihr euch gleich schon mal komplett schenken. Das macht das Ding nicht. Es ist inselfähig. Jede PV-Anlage, jede Balkonkraftwerkzeugs braucht 230 Volt, Referenz 50 Hertz, damit das Ding auch wirklich funktioniert und läuft. Bei Überspannung schalten es ab, bei Frequenzabweichungen schalten es ab, bei Unterspannung schalten es ab. Also Blackout sicher, überprüft es, wenn ihr eine PV-Anlage daheim habt, ob die das überhaupt kann. Im zweiten Teil des Videos, also wenn ihr euch mit dem ersten gelangweilt habt, gucken wir uns das Teil hier an. Und zwar schrauben wir es auseinander und messen ein bisschen. Ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass scheinbar die Dinger nicht zuverlässig die 230 Volt trennen. Und das schauen wir uns dann im zweiten Teil an. Jetzt aber mal zum Teil 1. Quadrat müsste ich ja wohl halten, oder? Ein Dübel fehlt mir da. Ich bin so ein Genie. Ich kann das gar nicht in Worten fassen. Reicht, wir müssen nochmal schnell runter. Scheiße. Ich dachte, es hat 30. Oh Gott, ich bin so ein Genie. Ich bin so ein Genie. Kannst du mir das glauben? Kann keiner glauben. So, Achtung, ich muss die wegmachen vorher. Aber die steht da ein bisschen an dann. Ich weiß nicht, wie ich die da drüber heben soll. Wachsen. Die hätte unglaublich gelernt. Ich muss jetzt aber schon zugeben. Das ist schon. Also wenn ich nicht so Ingenieur wäre, würde ich mir jetzt nochmal ein Theater haben. Man kann halt jetzt kaum noch wegdrucken, gell? Ja, ja. Ja, geht nicht. Und hier komme ich auch nicht mit der Scheißbaumaschine. Boah! Fast die Kamera, stimmt's. Aber nur fast.
stellen wir es mal lieber irgendwo daher. Wenn es sicher abstürzt, halt die mal da. Ja, sieht man nichts. Das ist doof. So. Noch in Hammerstil. So, was soll denn das jetzt dann noch hin? Sag's mal das. Dann tun wir noch ein paar Seiten Bit rein. Ja, mei. Was soll jetzt das noch hin? Ich glaub, in die falsche Richtung. Sozusagen. Warum stecken da eigentlich zwei von den Fingern? Ich weiß nicht, was du da hast. Das ist nicht von mir. Von mir aber auch nicht. Ich will zwar nicht behaupten, dass ich zur Wäscheklammer zuständig bin in dem Haushalt. Nee, das nicht, aber wer weiß, von was du gebraucht hast. Und die hast du so richtig schön da unten eingebaut. Also vielleicht hast du sie doch irgendwas. Weil der muss eigentlich da nicht hier irgendwo hin, oder? Jetzt echt die Anleitung lesen. Scheiße. So. Ausgerechnet du da hier anlaufen. Ja, das ist überhaupt nicht. Du bist ein Ingenieur, das ist doch das Einfachste, oder? Tschüdi. Ach so, das ist schon mal geil. Ach so. Ja, dann ist das ja richtig scheiße. Warum? Unsere Ex sieht man in der Mitte nicht hin. Na, jetzt haben wir dagegen. Super, weil das ja eh alles schon super hält und... Ja, dann mach Kabelbinder und an die Skander wieder hin. Ja, das ist gell? Ja. Dass das Ding da dicht ist. Und die Käbelchen nudeln wir noch da ab. Und eine. Das ist dann jetzt echt auch wieder. Ja. Und dann stecken wir das Ding ein und schauen, was passiert.